Hallo meine Lieben und herzlich willkommen hier in meinem Telefon am Samstagmorgen zu Mario Kart Tour. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch hoffentlich viel Spaß. Nachdem ja das letzte Mal so der erste Einblick zu dem Ganzen, wie soll ich sagen, tontechnisch der absolute Reinfall war, als wäre ich ein Anfänger und würde das alles zum ersten Mal machen. Aber manche Spiele sind so ein bisschen speziell. Manche Spiele sind wirklich so ein bisschen speziell. Das habe ich tatsächlich beim ersten Soundcheck nicht rausbekommen. Aber tun wir einfach so, als wäre das so geplant gewesen. Ich habe jetzt ein bisschen was an den Soundeinstellungen verändert. Ich hoffe, es hört sich jetzt besser an, meine Lieben. Und ich würde sagen, was machen wir? Ja, genau. Wir testen jetzt Torts Piste und machen einfach ein bisschen weiter. Ich bin dafür, dass wir vielleicht die ersten Strecken tatsächlich nochmal im Rentner 50cc-Modus lassen. Warum? Weil, naja, generell bei Mario Kart ist ja eigentlich so, dass du alle Strecken eh mit jeder Geschwindigkeit irgendwie mal durchfahren musst. Erster Punkt. Zweiter Punkt, weil ich Angst habe, dass ich sonst so grottschlecht immer nur an der Seite klebe. Dritter Punkt, weil es doch früh am Morgen ist und ich noch sehr, sehr langsam bin. So, pass auf, wie werdet jetzt, was werden wir denn? Ach du Scheiße. was sehen wir jetzt, was sehen wir jetzt? Pass auf, wir nehmen dann einfach das. Wow, es ist jetzt komplett das pinke Chaos. Dazu passt, passenderweise, dieser zauberhafte Ladylike-Einhornstift und das Regenbogenglas. Und in diesem Sinne, meine Lieben, viel Spaß. Suchen wir jetzt ein paar Teilnehmer und finden Pit, Enrique, Job, Clara, Janjun, Yixi und nochmal Janjun. Auf 3DS Torts Piste. Ich habe den 3DS leider nie besessen. Das ist gut, daher kenne ich die Strecken nicht. Let's get ready to rumble! Oh, oh, oh! Ha! Bitch! Ist jetzt eine andere Tageszeit. Da rechne ich jetzt auch mit anderen Spielern hier. Aber momentan sieht es so aus, als wären wir ganz gut am Start. Ach, verdammte Axt, was tut sie? Was macht sie? Geh weg! Geht alle weg! Ich bin ein sehr aggressiver Fahrer, merkst du, ne? Spiel die mit mir zusammen, spiel die mit mir zusammen. Ich bin ein richtig aggressiver Fahrer. Oh, pass auf. Können wir hier rüber? Können wir hier rüber? Warum? Warum? Ich wollte darüber. Ich wollte darüber. Ach, verdammte Axt. Also die Kurven? Die Kurven habe ich ja noch überhaupt nicht raus. So, wegwischen, wegwischen, wegwischen. Aber Driften klappt auch überhaupt nicht, ne? Ah, scheiß doch die Wand an. Was war das? Geh doch weg. Bam. Scheiße, Mann. Ich komme um die Kurven nicht rum. Siehst du das? Ich komme einfach um diese verkackten Kurven nicht rum. Alter, fünfte. Das dürfen wir nicht auf uns sitzen lassen. Komm, pass auf. Ich glaube, es hackt ja bei euch. Ich glaube, es hackt. Pass auf. So, jetzt mal ein bisschen Concentration hier. Jetzt driften wir hier mal ganz gekonnt rum. Und los geht's. Ah, sie dreht immer in die falsche Ecke, Mann, Toddett. Was ist denn da los? Führerschein hast du nicht bestanden, wa? Scheiße. Also es läuft heute. Warum fliegen alle und warum ich nicht? Scheiße. Komm. Los, Toddett. Konzentrier dich. Und jetzt nicht wieder so arschig. Licht um die, was machst du denn? Ich drücke nach da, aber sie fährt nach da. Vielleicht hat er eine Links-Rechts-Schwäche? Kann das sein? Komm, und jetzt nicht in die Banane rein. Komm, ganz vorsichtig reinrollen lassen. Komm, das schaffst du. Alter, das ist mehr Glück als mehr Verstand. Mehr Glück als Verstand. Ich weiß das nicht, ich habe gewonnen. Warum? Warum? Siehst du, das ist Können. Ich freue mich. Also eigentlich hätte ich verlieren müssen, so wie ich gefahren bin. Also Toddett hat heute, glaube ich, einen schlechten Tag. Wir werden gleich mal Bear Bowser nehmen. Ich hätte auch sehr, sehr gerne einen neuen Fahrer. Vielleicht werden wir auch gleich nochmal eine Röhre bedienen. Also die Runde war ja echt schlecht, ne? Aber das Ding ist, es hat einfach nicht funktioniert. Ich habe die ganze Zeit in die Richtung gedrückt, aber sie ist dann nach da gefahren. Das war so ein bisschen Fail. Also es wird Zeit für einen neuen Fahrer. Und ein... Oh, Yoshi! Oh, ich liebe Yoshi. Ich bin absoluter Yoshi-Fan. Pass auf, wir gehen jetzt erstmal ins Menü und werden eine Röhre zünden. Komm, bitte lass uns ein Fahrer sein. Bitte. Nö.
aber der Willy Blaster sieht zumindest optisch ganz hübsch aus. Ja, was soll ich sagen? Ich finde das mit der Röhre, es hat etwas sehr Perverses. Es lässt offen für zweideutiges Denken, sagen wir mal so. Also, heute in den Tagesangeboten haben wir Knochentrocken. Finde ich auch sehr cool. Aber die Preise sind einfach so unfassbar, ne? Die Preise sind einfach richtig, richtig extraorbitant extrem. Weißt du, wie ich meine? Ich bin ja mal geneigt, dann bei sowas dann doch mal irgendwie einen Euro auszugeben, allgemein um Entwickler zu unterstützen. Werde ich bestimmt auch noch tun. Aber ja, nicht zu diesen Preisen. Pass auf. Gut, dann werden wir uns jetzt mit Yoshi in den Gebirgspfad begeben. Und wir werden jetzt... Oh, mir fällt jetzt schon wieder irgendwas auf die Füße. Ein Poster. Ja, aber wir können Bowser jetzt nicht in diese hässliche Schleife reinstecken. Pass auf. Bowser in das Ding. Und dann nehmen wir... komm, wir nehmen jetzt mal das. Ich weiß, der ja Regenbogenfarben passt nicht so ganz zu Bowser, aber da muss er jetzt mal durch. Er hat dafür schon ein cooles Gefährt. Mit Freddy, Didin, Louisette und da war ich zu langsam. Aber ich finde, das Level-Design ist einfach wirklich ultra gut gemacht. Und du kannst das ja auch spielen, ohne reales Geld auszugeben. Bowser sieht egal worin immer so eingequetscht aus. Ich finde Bowser geil. Komm, wir bleiben jetzt bei Bowser. Der klebt wenigstens schön auf dem Asphalt. Er hängt zwar jetzt ein bisschen am Stein. Geh weg! Aber lenken lässt er sich einfach schwer, ne? Aber das ist auch gut. Kommt keiner vorbei. Und sich alle denken, scheiße, geh weg! Es ist doch grundsätzlich so, wenn Bowser im Spiel ist, du kommst an diesem Riesenvieh teilweise so oft einfach nicht vorbei. Also irgendwie haben die links drall. So, und alle bleiben schön hängen an der Seite und denken sich, fuck, geh weg. Wow, der verdeckt wirklich alles. Ist auch eine Strecke, die ich nicht kenne, was ich sehr schön finde. Vielleicht gibt es bekanntere oder ältere Strecken. Irgendwann später? Ach, ich habe keine Ahnung. So, pass auf. Jetzt müssen wir landen. Kann ich auch vorher landen? Geht das? Oh, ist mal eine längere Strecke. Aber viel, viel länger. Finde ich gut. Oh, hier müssen wir aufpassen. Ja. Ha. Nimm es doch mit, du Idiot. Ja, Didi, geh mal weg. Geh weg. Fahre nie mit mir zusammen. Ich glaube, ich wäre auch ein ganz furchtbarer Autofahrer. Ich habe keinen Führerschein, was vielleicht auch für die Berliner hier und für mich selber auch ein bisschen besser ist. Ich würde, glaube ich, chronisch nur am Fluchen sein. Vielleicht erleben wir das ja nochmal zusammen, dass ich irgendwann meinen Führerschein mache. Dann werde ich euch mitnehmen, definitiv, weil ich glaube, das ist für alle Seiten sehr, 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 sehr lustig. Nur für den Fahrlehrer nicht. Na, traut euch nicht ran, ne? So, jetzt habe ich auch ein großes Maul, weißt du? Und dann kommen sie gleich an und schießen mich ab. Aber hier gibt's sowas nicht wie blauer Panzer, oder? Das ist ja eigentlich immer so das Berüchtigste, was einem so ein bisschen das Genick bricht. Dieser hässliche, verkackte, scheiß blaue Panzer. Immer wenn du denkst, du bist am Gewinnen, kommt dieser arschige scheiß Panzer an. Und, ne, dann bist du ganz hinten. Bist du so der Letzte und wartest dann auf den Kugelwilli, um dann irgendwie ein paar Positionen weiter nach vorne zu kommen. Also bis jetzt läuft's ganz gut. Ich war jetzt einfach mal ganz entspannt, versuche auch mich nicht zu sehr am Driften raushängen zu lassen, um meine tolle Position jetzt nicht aufzugeben. Pass auf, komm, wir nehmen einfach jetzt die Seite mal mit. Oh, Stein! Komm, der Stein kommt! Mann, das machst du gut! So Motivation, für wen jetzt? Wahnsinn! Yeah! Ja, ich glaube, das lief jetzt ganz gut. Wie sich freut. Ach, Leute. So wird man wach am frühen Samstagmorgen. Das finde ich gut. Ja, was heißt, jetzt werden alle sagen, 11.12 Uhr früh. Ja, das ist schon früh. Ach, ist das schön, weil im Endeffekt, was ich auch gut finde, dass du hier die Fahrer so ein bisschen aufleveln musst. Das finde ich sehr, sehr, sehr schön. Und es gab jetzt nochmal Sterne. Erste Platzbelegung ist natürlich immer am besten, gibt es am meisten Punkte.
So, das vierte müsste vielleicht wieder keine Runde sein, sondern... Ah ja, ja, okay, das heißt, wir müssen wahrscheinlich wieder durch Tore durchfahren. Ist jetzt die Frage, welchen Spieler nehmen wir für sowas? Also, Spieler, wie du siehst, gibt es offensichtlich tatsächlich nur über Röhren, aber die prozentuale Wahrscheinlichkeit, siehst du ja, ne, ist, wie soll ich sagen, die prozentuale Wahrscheinlichkeit, dass du da auch wirklich einen Spieler rauskriegst, ist ja schon ein bisschen geringer. Mich reizt jetzt natürlich auch mal auszutesten, was hier so der Goldpass bringt. Ich finde, es ist eine sehr, sehr große Stange Geld. Aber ich habe schon im Barbies Clubhaus, habe ich glaube ich immer noch ein laufendes Abo, weil ich die Folgen, ja, ja, auch sowas wird euch hier erwarten, habe ich, ich glaube, vor 3 oder 4 Monaten das erste Mal gespielt. Und seitdem hänge ich da glaube ich auch in einem monatlichen Abo drin, weil, na egal, lange Rede, kurzer Sinn. Das heißt, theoretisch, ne, ich will ja Nintendo auch so ein bisschen unterstützen. Also pass auf, ich werde jetzt mal gucken, ob wir uns nicht vielleicht mal für 1, 2 Monate tatsächlich auch diesen Goldpass gönnen. Ich meine, 45 ist tatsächlich wirklich eine richtig große Stange Geld. Pass auf, wir gucken einfach mal, ob es uns irgendwas bringt. Wir haben ja jetzt schon so ungefähr gesehen, was uns mit dem normalen Modus erwartet. Ich glaube, ach komm, weil ich einen neuen Job habe, ich gönne mir das jetzt mal. Ladies and Gentlemen, wir sind jetzt in der Testphase vom Goldpass. Ach, wie geil. Vielen Dank für deinen Einkauf. Goldgeschenke, Goldmission und 200 CCM. Na gut, ich muss erstmal 50 CCM Modus fahren lernen, aber... So, was kann ich jetzt? Was ist jetzt mein Goodie? Was kriege ich jetzt? Kriege ich jetzt irgendwas mehr umsonst? Oder sind das wirklich tatsächlich einfach nur die Belohnung? Pass auf, wir werden das Ganze jetzt einfach testen, indem wir einfach mal Tore-Siegel mit, oh, mit Donkey Kong fahren. Da habe ich ja auch Bock drauf. Da bin ich gespannt. auf der Mario-Piste. So, also die sind ja Gott sei Dank relativ groß. Ah, scheiße! Fuck! Sagte sie und fuhr dran vorbei. Aber ich glaube, wir müssen nur 5 einlösen, ne? Ja, ja. Ah, das ärgert mich. Warum habe ich die ersten da nicht erwischt, Mann? So ein Dreck. Aber hier, du kannst nicht auf den Sand. Wie kommt man denn da rüber? Das geht auf jeden Fall besser. Das geht auf jeden Fall besser. Das ist so dieser Linksdrall. Ich weiß nicht. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Komm, 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 komm. Ha, ärgert mich. Ärgert mich. Das können wir besser. Das können wir nicht besser. Ah! Das lasse ich so nicht auf mir sitzen. Das lasse ich so nicht auf mir sitzen. Ist euch klar, ne? Das ist euch richtig klar. Pass auf. Ja, ja, ja. Auch wenn wir jetzt gleich bei euch immer rein. Also Glückwunsch, Cup. Abgeschlossen, habe ich gelesen. Ne? Cup abgeschlossen, alles gut. Aber das lasse ich so jetzt nicht auf mir sitzen. Wir werden es noch einmal probieren. Entweder ich schaffe es jetzt gleich oder wir werden uns das nächste Cup gleich mal angucken. Aber wir schaffen das. Oh, ich hätte Turbo-Start machen können, ne? Na, pass auf. Langsam geht die Welt zugrunde. Wir wollen ja durch die Tore durch. Fahr da durch jetzt! Gibt sonst keine Banane heute. Aber das Ganze dann schneller, Leute. Dann drehe ich ja völlig durch. Ich kriege ja den 50 CCM-Modus gerade mal hin. Nein, nein! Ah, scheiß doch die Wand an! Ah, ärgerlich! Scheiße! Wie kann man so dumm sein? Naja, ich bin noch so ein bisschen am Struggle mit der Steuerung. Aber siehst ja, ne? Was ist das? Noch schlechter als vorhin. Ah. Ja, ja, gut, ich freue mich. Das ist die Hauptsache bei dem Ganzen, dass man Spaß hat. Also, ich werde das dezent auf jeden Fall nochmal probieren. Und gab es jetzt nochmal Sterne dafür? Ich weiß nicht, weil... Doch, Yoshi ist offen. Ah, Yoshi! 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 Und wir den Bowser. Und... Ja, ja, extremer Geschwindigkeit. Pass auf, wir bleiben bei meiner gemächlichen Geschwindigkeit. Wir tasten uns langsam heran. Bleibt einfach, stay tuned, meine Lieben. Bleibt einfach dran an diesem Kanal und dann werden wir auch irgendwann schneller werden. Aber jetzt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, schon wieder 1000 Asiaten hier mit bei. Die sind gut, die sind wirklich gut. Game Boy Color, Yoshis Piste. Ich glaube, die gab es doch schon mal in ein paar Games auf... gearbeitet, oder? So, das sieht doch würdevoller jetzt aus.
Oh, ich glaube, ich habe Fehlstart, oder? Ja. Ah, doof. Da war ich zu schnell. Clans? Was denn? Clash of Clans? Oder seid ihr mehrere? Bowser hört sich auch immer so ein bisschen an, als hätte er irgendwie eine Lungenkrankheit. Ach, scheiße, Mann. Die Kurven, Alter. Die Kurven! Ah, dreh doch! Mach doch was! Okay, das müssen wir, glaube ich, mit Jeanette machen oder mit einem anderen Spieler. Oh, fast kills on point. Nein, nach links, Mann! Und jetzt mal, warum driftest du nicht? What is your problem? Oh, das sieht aus wie bei einem Fahranfänger. Es sieht einfach aus wie bei einem Fahranfänger. Pass auf, jetzt kommt die Piranha-Pflanze und... Ah, das dicke Ding, das kriegst du doch nicht gefressen, du Pflanze. Guck dir dieses Teil an. Außerdem der Stachelpanzer, weißt du? Das ist vielleicht unser Vorteil, dass uns die Piranha-Pflanze nicht frisst. So, aber die anderen sind wahrscheinlich genauso schlecht. Deswegen kommt keiner. Oder die beömmeln sich alle gerade. Die fahren gerade hinter mir her. Nein, ich guck dir die an. Ich habe keine Ahnung. Leute, Mann, wie kann man so schlecht sein? Oh, und das stellt ihr auch noch ins Internet. Ja. Ich will keine Kommentare lesen von wegen, boah, guck dir die an, wie sie fährt. Immerhin, ich fahre. Heiße Mann. Ich werde mich verbessern. Pass auf, Leute, das ist jetzt meine persönliche Challenge. Ich werde zusehen, dass ich mich hier deutlich verbessere. Es liegt auch einfach an den Fahrern. Wir brauchen einfach noch ein paar vernünftige Fahrer. Das kommt mit der Zeit. Aber das ist wirklich ein Game, da habe ich tatsächlich wirklich Bock drauf. Und auch Bock, mit euch da draußen zu spielen. Wenn dann irgendwann die Freundesfunktion freigeschaltet ist, ist das ja auch möglich. So, pass auf, jetzt... Oh, Alter, das darfst du, das kannst du gar nicht zeigen, was sie hier tut. Das ist so eine furchtbare Runde. Ah, oh, nein, Mann, rechts! Bowser, den bringen wir auch nochmal links-rechts bei, ne? Ich glaube nicht, die Babys kommen. Komm, hinter mir kommt Frischfleisch. Und jetzt mal einen hübschen Drift hier. Los! Was machst du? Oh. Aber Bowser ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Er ist ja einfach schon relativ alt. Für ihn ist das angemessene Tempo. Leute! Nein! Nein, du überholst mich nicht! No! Genau so! Ja, ich schreie so ein bisschen, weil ich nicht weiß, ob ihr mich sonst hört, weil ich ja den Ton ein bisschen lauter gestellt habe, weißt du? Deswegen schreie ich so. Und weil es mich emotional sehr erregt. Das ist auch wieder mehr Glück als Verstand. Bei den scheußlichen Fahrkünsten. Also wir brauchen auf jeden Fall einen neuen Fahrer. So, das Ding ist, bringt uns denn jetzt hier der Goldvorteil wirklich tatsächlich mehr Punkte? Ich weiß es noch nicht. Also, wir sind ja noch im zwei Wochen kostenlosen Teil des Abos, ehe das Abo wirklich läuft. Das heißt, ich werde mir auch mal die Zeit aufschreiben und ansonsten notfalls rechtzeitig vorneweg deinstallieren, weil bis jetzt sehe ich da noch gar nicht so viele Unterschiede. Das war die furchtbarste, schlechteste Runde überhaupt. Oh, Daisyhausen. Kenne ich auch nicht. Ich würde so gerne jetzt einfach einen neuen Fahrer haben wollen. Aber die gibt's tatsächlich nur über die Röhre, ne? Die gibt's nur über die Röhren. Und die kannst du dir kaufen oder als täglichen Bonus, ne? Na, ist ja nicht schlimm. Pass auf, dann machen wir jetzt Daisyhausen vielleicht mit Toilette. Kommt, dann nehmen wir mal ein richtiges Card und machen es wieder alles in Pink. Das kann jetzt wieder komplett schlecht sein. Heisenberg. Ach du Scheiße. Die Heisenbergsche Unschärfe-Relation. Okay. Ist vielleicht ein Physikfreak. Weiß ich nicht. Also Heisenberg, sorry, falls ich da falsch liege. Ist der nicht auch schon tot eigentlich? Der Heisenberg? Doch, ne? Hehe, Toadette is coming. Oh, Heisenberg ist riesig. Aber der hat Mario. Das ist bestimmt so der Ultra-Nerd. Der hat bestimmt die 21 Euro ausgegeben, um hier so den richtigen, den Mario zu bekommen, weißt du? Oh mein Gott, da ist eine Ziege.
Schlange, die tanzt und wackelt mit dem Arsch. Und sie steht im Weg, sie steht im Weg, sie steht im Weg, fahr doch rum. Geh weg. Was, Marion, hip? Hallo, Marion. Ich liebe diese Töne einfach, ne? Es ist so ultra gut. Oh, ich schaff's nicht rüber, ich schaff's nicht rüber. Warum? Fuck. Was hätte ich tun sollen? Ach so, ich hätte drücken sollen. Ah, oh, ich hab schon wieder vergessen. Nein, freier Platz. Ich weiß nicht, wo ich lang soll. Ich weiß nicht, wo ich lang soll. Ich bin doch eine Frau. Verwirr mich doch nicht so. Ah. So kannst du auch fahren. Es ist wieder mehr Verstand als alles andere. Nee, mehr Glück als Verstand. So rum muss es heißen. Ich komme einfach nicht auf diese Kackecke rum, Mann. Wie machen es denn die anderen? Die knallen ja auch nicht an die Seite. Oh, ich fühle mich schon wieder so ultimativ schlecht. Aber unsere Zeit ist ja auch gleich rum. Ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Für alle Seiten. Aber da würde ich gerne echt noch ein bisschen weitermachen. So, jetzt fahr aber vernünftig um die Ecken, Mann, Mädel. Wir brauchen einfach auch mehr von diesen Münzen. Dabei sehe ich gar nicht. Ach, da unten sehe ich, wie viel. Ich habe 11. Ha, ist mein Finger die ganze Zeit davor. Jetzt dreh doch um die Ecke, Mann. Oh, Mädchen. So, pass auf. Jetzt probiere ich mal rüberzukommen. Pass auf. Also, höher, 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 höher. Scheiße, ich komme nicht rüber. Ich komme nicht rüber. Was muss ich tun, um rüberzukommen? Doch, pass auf. Ah, ich muss nach hinten wischen, glaube ich. Haha, ich habe es rausgefunden. So geschafft. Ist mir aber, glaube ich, auf der Switch bei Mario Kart auch passiert. Da bin ich, glaube ich, das erste Mal, als ich irgendwo fliegen wollte, bei irgendwas. Oh, bin ich auch nicht rübergekommen. Ich glaube, bei diesem Bowser-Level. Oh, und wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Sehr gut. Level up. So sieht das aus, wenn wir dirty sind, mein Lieben. Ja, tut mir leid, Marion. Ich habe gewonnen. Und Heisenberg, weißt du, Heisenberg ist der Letzte geworden. Ne? Aber wir haben jetzt mal nicht alle Sterne abgeräumt, ne? Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Weil, naja, weil wir wahrscheinlich das erste Mal da nicht rübergekommen sind, ne? Das macht wahrscheinlich viel aus. Aber vielleicht reicht es ja. Hatten wir die Cheep-Cheep-Bucht nicht schon mal? Nee, warte mal. Ah, nee, 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 nee. Siehst du, die wiederholt sich. Warum taucht denn die Cheep-Cheep-Bucht hier jetzt nochmal auf? Im Yoshi Cup. Das macht keinen Sinn, ne? Weißt du? Warum taucht die hier jetzt nochmal auf? Ich weiß es nicht. Ich weiß es tatsächlich nicht. Aber das werden wir das nächste Mal herausfinden, meine Lieben. Und jetzt wünsche ich euch einfach noch einen zauberhaft schönen Tag. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dieser zweiten Folge. Ich werde wahrscheinlich beide gleich irgendwie zusammen raushauen. Weil die erste, da rede ich ja doch auch ein bisschen mehr drumherum, weil es soll ja eine normale Vorschau von einem Spiel sein. Und da gehört auch ein bisschen mehr Laberababa drumherum. Also, meine Lieben, wenn ihr mögt, was ich hier tue, dann lasst es mich sehr gerne wissen. Wenn ihr mögt, dann werdet doch auch gerne einfach Teil der Dirty Crew. Dann können wir nämlich auch zusammen mal zocken. Ich weiß auch nicht, wie wir das von den Zeiten machen und wie wir das Ganze umsetzen. Doch ist das ja auch überhaupt noch nicht freigegeben, wie wir sehen. Missionen, Freunde, mehr Spieler, alles bis jetzt noch nicht verfügbar. Aber jetzt, meine Lieben, wünsche ich euch da draußen erst noch einen zauberhaft schönen Tag. Genießt ihn und seid ein wenig dirty dabei. Tschüss!